Das Leben und das traurige Ende von Karen Grassle, Star in Little House on the Prairie. Karen Grassle wurde am 25. Februar 1942 in Berkeley, Kalifornien als Tochter von Fre Ella und Eugene Frederick Grassle geboren. Sie ist die ältere von zwei Töchtern. Ihre Mutter war Schullehrerin und ihr Vater besaß und betrieb ein kleines Immobiliengeschäft in Ventura. Als Kind studierte sie Ballett, spielte in Schulaufführungen, sang im Baptistenchor und war in ihrem Abschlussjahr an der Highschool Vizepräsidentin der Schülerschaft, die als Mädchen des Jahres ausgezeichnet wurde. Sie machte 1959 ihren Abschluss an der Ventura High School. Sie besuchte das H. Sophie Newcomb Memorial College und wechselte dann an die University of California, Berkeley. 1965 schloss sie ihr Studium mit Bar in Englisch und dramatischer Kunst ab. Sie erhielt ein Fulbright-Stipendium an der London Academy of Music and Dramatic Art in London. Von 1961 bis 1962 absolvierte sie eine Ausbildung am Actors Workshop in San Francisco. Nach Sommern beim Stanford Contemporary Workshop mit Hauptrollen und zwei Sommern beim Colorado Shakespeare Festival mit klassischen Rollen war ihr erstes professionelles Engagement eine Saison am Front Street Theater, Memphis, TN, nach der Rückkehr aus London. Während sie in New York City lebte, arbeitete sie an Resident- und Stocktheatern im ganzen Land und trat auch bei PBS in Originalwerken und im Netzwerk in drei Seifenopern auf. Ihr Broadway-Debüt gab sie 1968 in dem kurzlebigen Stück The Gingham Dog. Grassle spielte in Butterflies Are Free am Broadway sowie im Juni 1972 am Elitch Theater in Denver, Colorado, zusammen mit Maureen O'Sullivan und Brendan Dewilde, die getötet wurde, bevor sie die Stadt verließen, nachdem die Aufführungen beendet waren. Grassle spielte in der Shakespeare-Rente-Park-Produktion von Cymbeline mit Christopher Walken, Sam Waterston und Bill Devane. Grassle sprach für die Rolle der Mutter Caroline Ingalls in der Fernsehserie Little House on the Prairie vor und gewann die Rolle. Die Serie lief 9 Staffeln von 1974 bis 1983. Nachdem Grassle den Pilotfilm für Little House on the Prairie gedreht hatte, trat er in einer Episode von Gunsmoke mit dem Titel The Viving als Fren auf, eines von mehreren entführten Saloonmädchen. Anschließend spielte sie in den Spielfilmen Harry's War, einem amerikanischen Film von 1981, in dem sie Kathy, die Frau von Edward Hermans Titelfigur, und Wyatt Earp, einen Film von 1994 mit Kevin Costner, spielte. Im Fernsehen spielte sie die Hauptrolle und schrieb den NBC-TV-Film Butter It mit. Andere Fernsehfilme sind Cocaine, One Man's Seduction, Crisis in Midair und Between the Darkness and the Dawn. Im episodischen Fernsehen spielte sie in Hotel, Love Boat und Murder is H.E. Roth zweimal. Sie trat auch auf Hollywoods Quers und zahlreichen Talkshows wie Dina, Merv Griffin, Mike Douglas und John Davidson auf. Während dieser Zeit setzte sie sich für Bundesmittel für Unterkünfte für misshandelte Frauen ein und trat bei vielen Veranstaltungen auf, um die Gleichstellungsänderung zu unterstützen. Nach dem Ende der Serie zog sie nach Santa Fe, New Mexico, und wurde Mitbegründerin und künstlerische Leiterin der Resource Theater Company in Santa Fe. Später zog sie nach Louisville, Kentucky, wo sie mit der Schauspielertruppe am Actors Theater of Louisville auftrat. Grassle ließ sich 2006 in der San Francisco Bay Area nieder und spielte in Theaterstücken im San Francisco Playhouse, The Write Down MT. Morgen, Kabarett, Theaterstücke, Aurora Theater und außerhalb der Stadt in 5 Produktionen von Driving Miss Daisy im Manitoba Theater Center und so weiter. Independent-Filme Lasso, 2017, nicht zu vergessen, 2019. Grassles Memoiren, Bright Lights, Prairie Dust, werden im November 2021 bei SHE Reizpress veröffentlicht. Grassle tritt weiterhin in Produktionen in San Francisco, Berkeley und Palo Alto auf sowie auf Tourneen und Produktionen wie Driving Miss Daisy in der Hauptrolle der Miss Daisy im Manitoba Theater Center in Winnipeg, Manitoba,
Kanada in einer Koproduktion mit Rubicon Theater und am Riverside Center for the Performing Arts in Fredericksburg, Virginia. 2008 erhielt sie einen Preis für ihre Leistung im Cabaret am San Francisco Playhouse. Im Laufe der Jahre war sie in Werbespots zu sehen, beispielsweise als Werbegesicht für Premier Bathrooms, einen Anbieter von Badeprodukten für ältere und kranke Menschen. Im Jahr 2021 spielt Grassle in dem Film No to Forget, 2021, zusammen mit 5 Oscar-Preisträgern, Cloris Leachman, Louis Gossett Jr., Tatum O'Neill, George Chakiris und Olympia Dukakis. Der Film unter der Regie von Valerio Zanoli soll das Bewusstsein und die Mittel für den Kampf gegen Alzheimer stärken. Privat ist sie derzeit geschieden, war aber 3-mal verheiratet. Ihr erster Ehemann war der Schauspieler Leon Russen, der in Prison Break General Jonathan Kranz spielte. Sie heirateten 1966, ließen sich jedoch 4 Jahre später, 1970, scheiden. 12 Jahre später, im Jahr 1982, ging die Schauspielerin erneut den Gang entlang und heiratete diesmal ihren zweiten Ehemann James Redford. Sie blieben 5 Jahre lang verheiratet, bevor sie sich 1987 scheiden ließen. 1991 heiratete sie ihren dritten Ehemann, Dr. Scott Sutherland. Ihre Verbindung hielt nicht an, da sie sich 6 Jahre später scheiden ließen. Obwohl sie in Little House on the Prairie die Rolle einer Mutter spielte, hatte sie nie eigene leibliche Kinder. In Wirklichkeit adoptierte sie mit ihrem damaligen Ehemann James Allen Redford 2 Kinder. Karen Grassels Tochter ist Lily.